Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute aus gegebenem Anlass mit dem Leverkusen treffen dürfen. Wir haben nachbarschaftlichen Besuch, partnerschaftlichen Besuch, freundschaftlichen Besuch. Der Anlass ist, dass wir über eine Unterstützung des Klinikums und insbesondere der Klinik für Urologie sprechen dürfen. Und ich möchte ganz herzlich zunächst Herrn Baumann als Vorstandsvorsitzender bei ARD begrüßen, Dr. Preuß als Leiter Communication. Jetzt muss ich gucken, und Corporate ist eine Kommunikation. Viele wissen, dass das Klinikum hier in unserer Region die Menschen versorgen muss, unser Auftrag. Insofern freue ich mich auch, dass unser Geschäftsführer, Herr Zimmermann, heute Morgen dabei ist. Ich möchte ihn weiterhin noch vorstellen, meinen Kollegen, Freund, Co-Direktor und Nachfolger, Herrn Dr. Horris, der maßgeblich auch für die inhaltlichen Dinge, die wir heute sehen werden, verantwortlich ist, und gleichzeitig auch Herrn Dr. Schuster, der Mitarbeiter in meinem Team ist und Spezialist für diese neue diagnostische Methode ist. Auch er wird uns heute begleiten und gegebenenfalls auch Ihre Fragen beantworten können. Zeit ist kostbar und wir wollen die Zeit genießen, die wir gemeinsam haben. Lassen Sie mich kurz etwas zum Ablauf sagen. Neben dem Warming-up, was jetzt hier erfolgt, wollen wir dann möglichst rasch auch uns den Raum und das Gerät, um das es geht, anschauen. Sie haben dann die Gelegenheit, auch noch Fotos zu machen, so wie Sie das möchten. Und wir wollen dann aber auch uns hier gegebenenfalls wieder treffen und können dann etwas detaillierter in den Dialog eintreten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie eben dann auch über unsere Ausführungen hinaus noch weitere Fragen haben. Was den medizinischen Inhalt angeht, werde ich gleich das an Herrn Dr. Horris übergeben. Bevor ich Sie vielleicht bitte, noch auch uns zu begrüßen, erlauben Sie mir einen kleinen Ausritt. Und zwar deshalb, wir alle wissen, dass in der heutigen Zeit es nicht einfach ist, im Gesundheitswesen die Patientenversorgung optimal zu gestalten. Es gibt einen sehr großen ökonomischen Druck. Und das bedeutet, dass die Dinge, die wir für eine medizinische Leistung halten, auch in einem wirklich erheblichen Maße für Investitionen genutzt werden müssen. Und insofern ist der Gürtel immer enger zu schnallen. Und wenn es hier gelingt, eine Unterstützung zu bekommen, so befreit es uns und hilft den Menschen, die wir versorgen müssen. Und das ist nicht das erste Mal, denn auch vor einigen Jahren, was die Urologie angeht, haben wir schon einmal eine großzügige Unterstützung der Bayer AG bekommen und konnten das eben auch für die Versorgung dieser Menschen hier im Raum Leverkusen perfekt einsetzen. Und es ist auch so, dass die ehemals BKK Bayer, heute ja die BKK Pronova, die größte Krankenkasse ist, mit denen wir zusammenarbeiten. Und auch das zeigt eigentlich auf, wie hoch die Schnittmenge ist. Ja, das vielleicht so zu den einleitenden Worten. Wenn Sie Lust und Zeit haben, dann gerne. Ja, Herr Dr. Zumbe, Herr Dr. Horris, Herr Dr. Schüssler, Herr Zimmermann. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns beiden, Michael, dass wir uns ausgesprochen freuen, hier heute Morgen bei Ihnen sein zu können, anlässlich auch der Vorstellung dieser neuen Technologie, die wir zur Früherkennung von Prostatakrebs einsetzen. Das ist für uns als Unternehmen sozusagen in unserer Heimat eine wunderbare Gelegenheit, letztendlich für die Menschen, die hier wohnen, viele von denen, die bei uns arbeiten, viele letztendlich, die hier im Umkreis uns verbunden sind, Ihnen als Krankenhaus und damit als Gesundheitsdienstleister verbunden sind, etwas in der Unterstützung zu geben, was die Diagnose signifikant verbessert und damit letztendlich auch bei dem ganzen Thema Früherkennung und Behandlung letztendlich das Leben der Menschen deutlich verbessert und dazu beitragen kann,
dann letztendlich Leute, die jedenfalls später diagnostiziert werden, eher in die Gesundung zu bekommen oder halt von möglichen fatalen Krankheitsverläufen letztendlich zu bewahren. Also für uns eine wunderbare Gelegenheit. Wir tun das ausgesprochen gerne, auch als Unternehmen, das letztendlich Gesundheit und auch der Verbesserung des Lebens der Menschen verbunden ist. Sie wissen, dass wir das an anderen Stellen tun, aber hier insbesondere sozusagen auf der Scholle, da wo wir letztendlich unsere Heimatbasis haben, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich freue mich unheimlich, gleich zu sehen, wie die Diagnose genau funktioniert, das Gerät mal zu sehen, dann Ihnen ein bisschen zuzuhören, was man alles neu können muss, um diese Anwendung überhaupt dann auch durchzuführen, was Sie differenziert und wie Sie damit letztendlich auch hier Ihren ja auch sehr großen Betrieb und Arbeitgeber damit nachhaltig im Wettbewerb halten und ganz vorne in dem, was Sie anbieten. Also wir freuen uns sehr. Deine Stange ist im Logo. Stell dich gut. Ja, gerne. Dann darf ich ausführen ein bisschen zu den technischen Details, die Möglichkeiten, die Ihre großzügige Spende uns gegeben hat. Grundsätzlich ist es so einleitend, dass der Prostatakrebs ja die mit Abstand häufigste bösartige Erkrankung des Mannes ist. Und das Problem ist, dass er keine Symptome aufweist, gerade in den Stadien, in denen wir ihn noch gut behandeln können. Deswegen ist die Diagnostik, die Früherkennung letztendlich essentiell. Bislang ist der Standard, dass bei einem Verdacht auf einen Prostatakrebs wir mit dem Ultraschall mehr oder weniger blind in die Prostata hineinpieksen, um Proben herauszubekommen. Das Problem ist, dass wir keine Informationen haben über womögliche Herde dieses Prostatakrebses innerhalb der Prostata. Das bedeutet, dass wir in guter Hälfte der Fälle falsch lagen und falsch liegen, dass wir Prostatakrebse zwar entdecken, die möglicherweise aber für den Patienten gar nicht relevant sind, dass wir zum anderen aber relevante Karzinomherde eben nicht entdecken können. Und jetzt hat sich im Grunde genommen eine Art Paradigmenwechsel eingeleitet durch eine Verbesserung der Bildgebung, das heißt die Kernspintomographie zeigt uns viel mehr Informationen innerhalb der Prostata. Und das Gerät, was Sie jetzt hier sehen, was wir dank Ihrer Hilfe anschaffen konnten, ist im Grunde genommen das modernste Gerät, was es schafft, die Informationen, die wir durch die MRT-Bildgebung haben, in unseren Ultraschall zu integrieren. Es besteht im Grunde genommen hier aus diesem Monitor mit der entsprechenden Software, die wir natürlich nicht sehen. Ich komme auf die Bilder gleich nochmal zu sprechen. Und zum anderen auf die Ultraschallsonde mit dem zugehörigen, wir nennen das Template, also Führungshilfe, um gezielt die Biopsien zu entnehmen. Es ist so, dass der Patient, der Verdacht auf einen Prostatakrebs hat, eben dieses MRT durchläuft. Und die Bilder dann softwaregetriggert in dieses System integriert werden. Und wir haben dann die Möglichkeit, und Sie sehen das vielleicht hier mit dieser roten Umrandung, die Prostata zum einen zu differenzieren und dann aber auch, und das sehen Sie an diesen blauen Kreisen, auch die im MRT diagnostizierten verdächtigen Areale zu finden. Und wenn wir das einmal gemacht haben, wenn die Software das einmal gemacht haben, können wir in dem Real-Time-Setting, also während der Untersuchung, die Informationen aus Ultraschall und MRT kombinieren, sodass wir dann ganz gezielt, und das sehen Sie an diesen gelben Punkten und den blauen Linien, ganz gezielt die Proben entnehmen können. Und wenn man auf dieser Seite dieses Gerät sieht, ist das im Grunde genommen dieses Grüne an der Spitze eine Art Template, was mit Buchstaben und Zahlen versehen ist, sodass uns im Grunde genommen das System genau ansagt, wo müssen wir die Nadel einführen, um diesen verdächtigen Herd zu treffen. Etwas wie Schiffe versenken, sodass man da nicht mehr viel falsch machen kann, und zwar in dieser Kombination der beiden Bildgebungsverfahren. Und das führt dazu, dass wir nachher ein Modell haben, wie hier oben rechts, was dreidimensional ist. Ich kann das versuchen mal zu demonstrieren, dass Sie das auch sehen. Der Prostata, hier in Rot markiert, mit den dann durchgeführten Biopsien. Und wir können gut nachvollziehen, wo ist der Treffer gelandet, um dann die richtige Entscheidung für den Patienten hinsichtlich der Therapie abzuleiten. Dadurch treffen wir eben in einem viel höheren Maße die relevanten Karzinome, was für die Beratung des Patienten essentiell ist. Und was uns auch Möglichkeiten gibt, diese Technik dann weiter in die womöglichen Therapien zu integrieren. Das heißt, Herr Zunge hatte das ja schon angedeutet, ein Therapieverfahren ist die Operation mit dem roboterassistierten Operationsverfahren Da Vinci. Und wir haben die Möglichkeit, diese dreidimensionalen Bilder im Grunde genommen in das System einzuspielen, um genau während der Operation auch zu sehen, wo ist der Krebs.
Ein anderes Therapieverfahren ist die aktive Überwachung. Nicht jeder Krebs muss radikal operiert oder bestrahlt werden. Und auch da hilft es uns, ein genaueres Bild zu haben, wo der Krebs ist, welche Aggressivitätsstufe er hat, um die Patienten sicher in dieser Überwachungsphase zu halten und mögliche Nebenwirkungen einer radikalen Therapie zu vermeiden. Also in der Tat, zusammenfassend, ein Meilenstein, den wir hier jetzt anbieten können. Wir arbeiten seit Ende letzten Jahres damit. Wir haben an die 100 Patienten schon auf diese Art und Weise diagnostiziert. Und der große andere Vorteil, der auch eine Rolle spielt, ist, dass wir unnötige Biopsien vermeiden können, weil wir eben vorher die relevanten Informationen bekommen und selektieren können, wer braucht denn überhaupt die weiterführende Diagnostik. Und das können wir eben in diesem Setting all unseren Patienten hier regional, aber auch überregional. Das hat was damit zu tun, dass wir da auch eine Art Pionierleistung jetzt vollbringen, eben das Einzugsgebiet noch höher machen. Die Nachfrage ist sehr hoch und wir sind froh, dass wir auf dem Niveau die Diagnostik deutlich verbessern konnten. Und erlauben Sie mir noch eine Zusatzbemerkung. Das beste Gerät, der tollste OP-Roboter, ist nichts wert, wenn ich die Menschen, die es bedienen, auch eine hohe Expertise haben. Und diese Kombination, die bringt letztendlich die Prozess- und letztendlich auch Ergebnisqualität. Das bedeutet auch für uns ein dauerndes Lernen. Wir haben natürlich auch eine Partnerschaft, wo wir supervisioniert werden, um den höchsten Stand, den man durch erreichen kann, zu halten und natürlich weiter auszubauen. Und Sie haben eben gefragt, was ist denn jetzt? Das ist so, wenn man sowas hat und es betrieben wird, dann denkt man schon mal in die Zukunft. Und ich hoffe, wir werden es irgendwann dann wieder hier sehen, wenn wir die nächsten Meilen steigen. Ja. Noch die Biopsie parallel erstmal direkt. Genau, das ist der Vorteil, dass wir sozusagen die beiden Informationen aus den beiden bildgebenden Verfahren Ultraschall und MRT kombinieren und in Echtzeit unter Kontrolle. Die Maschine sagt uns sozusagen, wo wir hinzustechen haben, ganz gezielt die Proben entnehmen. Haben Sie entnehmen dann direkt aus multiplen Lokationen? Genau. Wir nehmen vor allen Dingen aus den Arealen, die eben verdächtig sind. Wir sagen aber auch, weil das die bisherigen Datenlagen hergibt, dass man durchaus auch noch in der Umgebung Herde finden kann, die auch das MRT noch nicht zeigt, sodass wir eine Kombination aus gezielter und ein bisschen systematischer Biopsie anbieten. Bisher war die Prostata im Grunde genommen das einzige Organ des menschlichen Körpers, in dem man nicht genau sagen konnte, wo ist der Tumor. Und hier sind wir jetzt auf einem Weg, diese Frage besser beantworten zu können. Als wir begannen mit der Urologie, wurde bei Nierentumor die Niere entfernt. Heute reicht es aus, in vielen Fällen, dass man nur den Tumor entfernt, die Niere verlässt. Es ist den anderen Rand von der Lunge über den Darm eigentlich durchaus heute möglich, Tumoren zu entfernen, aber nicht das gesamte Organ. Hier ist auch der Weg, zu sagen, wann kann ich vielleicht nur den Tumor behandeln und lasse die Drüse drin. Und ich sprach ja eben vom nächsten Meilenstein, denn die Konsequenz ist zu fragen, welche Lösung habt ihr denn? Und hier nennt man das so eine fokale Therapie, die also tatsächlich nur den Fokus, nur diesen auch des Tumors behandelt. Und hier sind die Bücher ganz offen. Und ehrlich gesagt, wir wollen auch hier unseren Anspruch, die Number One zu sein und zu bleiben, umsetzen. Das ist noch nicht im halben Jahr geschehen, aber in absehbarer Zeit ist es unsere nächste Aufgabe, den Männern auch die Option zu geben, wir lassen die Prostata drin, aber wir behandeln die so, dass du vom Krebs geheilt wirst. Und das, glaube ich, ist ein schönes Ziel, denn damit ist eine deutliche Verbesserung der Behandlung zu erreichen. Ist bei der Prostata, bei dem, was Sie jetzt machen, mit signifikant mehr Präzision auch die Möglichkeit, die Datenbestände, die Sie damit letztendlich generieren, dann weiter zu verdichten, zu analysieren und die dann wiederum in Diagnose und so weiter einzuspielen? Also wir erfassen jeden Patienten, den wir hier gestanzt oder biopsiert haben, erfassen wir und können damit auch nachhalten, wie hoch ist die Erfolgsquote. Wir sehen jetzt schon, dass wir bei nur ganz wenigen Patienten, die einen wirklich hochgradigen Karzinomverdacht in der Kernspintomographie hatten, dass dann hinterher keine Krebserkrankung rauskommt. Und da gehen wir auch wirklich davon aus,
Also bei den fast 100, die wir gemacht haben, reden wir so über 3-4. Da gehen wir wirklich davon aus, dass die aktuell auch keine Krebserkrankung in der Prostata haben. Weil hier können wir, wie eben der Professor das schon sagte, einmal den Herd millimetergenau treffen. Das ist das Schöne, dass man vorher weiß, wo man hin muss. Und hinterher hat man über das Verfahren die Kontrolle, ob man auch wirklich getroffen hat. Weil das zeigt es uns ja an. Und das lügt auch nicht. Ja. Und da kann man wirklich sagen, im Vergleich zu der Stanze oder Biopsie, die vorher nur aus der Hand mit dem Ultraschall gemacht wurde, haben wir eine immens höhere Trefferquote. Die Wartenbank wird fleißig gepflegt, da werden wir mit Sicherheit auch wirklich relevante Daten rausziehen können. Aber die Tendenz ist nach der relativ kurzen Zeit hier am Hause so eindeutig, das ist schon enorm. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Quantensprung. Es gibt hier zwei Dinge. Auf der einen Seite spricht der Schuster von einer prospektiven Studie, die er ganz auch betreut. Auf der anderen Seite gibt es Register, denn es wäre fatal, und das ist leider Historie auch in der Medizin, dass man Erfahrungen sammelt, sie aber nicht wissentlich auswertet und hinterher Methoden noch angreifbar vielleicht werden. Nein, wir haben uns verpflichtet, uns auch hier in Registern mit den Daten einzubringen. Wer hat das sonst noch in Deutschland? Dieses Gerät. Ich würde jetzt schätzen, an dieser neuesten Generation reden wir von 10, 15 Kliniken, die das haben. Es gibt Konkurrenzprodukte natürlich, aber auf dem hohen Niveau sind es noch nicht so viele. Und vielleicht ergänzend zu der vorherigen Frage, ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, auch die eigene Qualitätssicherung. Und das schaffen wir eben durch diese Daten, dass wir nicht nur die urologische Qualitätssicherung durchführen, sondern auch zusammen mit den pathologischen Kollegen, die ja unter dem Mikroskop die Proben beurteilen, oder die radiologischen Kollegen, die uns das MRT überweisen, dass wir eine Rückmeldung geben können. War das auch wirklich der verdächtige Herd ein Krebsherd oder nicht? Und so lernen wir alle drei im Grunde genommen damit. Also insofern wirklich gute Vorteile, die so ein System geben. Bei dem Da Vinci waren Sie führend hier im Klinikum und anschließend hatte ich den Eindruck, kamen Ihre Kollegen, Abteilungen, haben gesagt, wollen wir auch machen. Könnte man sich das hier auch vorstellen, dass dieses Teil jetzt erstmal von Ihnen genutzt wird und in zwei Jahren vom nächsten Kollegen? Was jetzt das Instrumentarium, was wir heute gesehen haben, angeht, glaube ich eher nicht. Was den Da Vinci angeht, wir waren ja damals auch führend in Deutschland. Wir hatten dritte Gerät. Als wir dann mit ihrer Unterstützung bekamen, war es dann schon die zweite Generation, aber auch hier musste man, jetzt treffe ich glaube ich auch ihren Nerv, man musste nach vorne gucken und musste Pionierarbeit leisten und musste Überzeugungsarbeit machen und müsste auch kämpfen für eine Idee. Und ich wiederhole mich hier gerne, Herr Zimmermann als Geschäftsführer hat mich da perfekt unterstützt, auch gegen Zweifler. Und der Erfolg gibt uns recht. Und was jetzt diese neue Methode angeht, ist es eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung. Auch hier muss man in Vorleistung gehen, mit Ihrer Hilfe gelungen. Und ich denke nur, dass die Methode, die wir heute anbieten, für andere Entitäten zunächst nicht einfach abbildbar ist. Ich habe ja auch erzählt, die Prostata ist das einzige Organ, wo wir bisher sagen, es muss alles raus und alles behandelt werden. Und das, insofern hinken wir hinterher in der Urologie. Und ich glaube, diesen Abstand können wir aufholen. Ich kann ja auch gut zuhören, wie Sie heute an mir feststellen. Ja. Trotzdem zu dem Da Vinci ein, zwei Sätze, weil ich glaube, das muss man einfach positiv sehen. Wenn wir das war auch nicht ersten, negativ gemeint. Wenn wir die Ersten waren, dank der Unterstützung, und es hat andere angesteckt, das ist ja gut. Aber es hat diejenigen im Grunde genommen in der Region auch davon abgehalten, diese Expertise auch aufzubauen. Und insofern sind wir Anbieter für diese roboterassistierte Chirurgie hier in der Region. Und das sind und bleiben wir. Und das ist ja eigentlich auch unser Versorgungsauftrag. Das nur also als Ergänzung von mir. Sie sprechen die Region an. Das Ding ist seit Dezember im Einsatz. 100 Operationen oder Verfahren, Eingriffe. Das heißt, von Montags bis Freitags jeweils einen. Braucht das einen ganzen Tag? Oder könnten Sie sagen, nee, wir haben dann auch weitere Kapazitäten frei? Wenn jemand von weiter her kommen möchte, kann er noch gerne bei uns wenden. Also wir könnten, rein theoretisch könnten wir noch mehr machen, aber es gibt auch eine räumliche Limitierung, sodass wir aktuell
einen festen Tag haben in der Woche, wo wir mehrere Patienten hintereinander machen könnten, wie eben schon mal angeklungen ist. Man braucht inklusive der technischen Einstellungen, die dann der Arzt noch am Patienten verrichten muss, das ist dann nochmal ein bisschen komplizierter, braucht man ca. 40 Minuten für den kompletten Eingriff. Das heißt, wir machen das einen Tag komplett durch und wenn es noch möglich ist, versuchen wir in der Woche noch weitere anzufügen. Ja? Deswegen, wir machen nicht jeden Tag einen, sondern haben im Moment unsere Hauptslots, aber das hat mit den räumlichen Gegebenheiten zu tun. Wenn es sich mal ändern sollte, machen wir auch gerne mehr und von mir aus auch jeden Tag 5 Stück. Das ist nicht das Problem. Und wir passen uns dem steigenden Bedarf an. Wir müssen wirklich sagen, dass jetzt seit Ende letzten Jahres wir diese Technik anbieten und sehen, dass zunehmend die Nachfrage steigt. Insofern haben wir von erstmal nur einem halben Tag auf einen Tag erhöht und werden wahrscheinlich jetzt auch noch weitergehen müssen, um dem Bedarf nachzukommen. Denn die Zeit, die zwischen dem Verdacht auf einen Krebs bis hin zur Diagnosesicherung geht, soll für die Patienten ja auch nicht so lange sein, weil es eine sehr belastende Situation ist. Auch da haben wir versucht, uns einzubringen und Versorgungsstrukturen zu schaffen, weil das erste Problem ist ja erstmal für den Patienten, kennt jeder aus dem Alltag, wann kriege ich überhaupt einen Termin beim Facharzt, beim Radiologen, um dieses MRT, die Kernspintomographie machen zu lassen. Und da sind ja manchmal 4, 5, 6 Wochen dazwischen. Und wir als Krankenhaus haben uns bemüht, für die niedergelassenen Kollegen, die ja den ersten Verdacht äußern, auch MRT-Slots zu bekommen mit unseren Kooperationspartnern der Radiologie, damit das auch zügig geht. Also die müssen wirklich nur den MRT-Wunsch an uns rantragen und wir bemühen uns und kümmern uns um ein zeitnahes MRT und dann in der Folge danach die zeitnahe Biopsie, so wie Sie sie eben gesehen haben, im Raum. Mein Vorgänger, Professor Kiffelt, ist mal gefragt worden, was sein Ziel sei. Und er hat damals gesagt, er hätte gerne die 750-Bettenabteilung. Das ist die gesamte Kapazität des Bildes. Man muss ja Ziele haben. So, seit 2001 hatte ich es Gelegenheit, sein Lebenswerk fortzusetzen. Und wir haben natürlich viel mehr Patienten heute mit weniger Betten als damals. Weil die Prozesse ganz anders strukturiert werden. Und auch das kennen Sie aus Ihrem Betrieb. Es ist so sehr wesentlich, dass man über die Prozesse redet und sie mitbestimmt. Und ich habe jetzt wirklich nicht nur die gute Hoffnung, sondern ich weiß, dass mit Herrn Porres, wenn ich dann mal nächstes Jahr nicht mehr hier bin, das genauso weitergeht. Insofern, wenn man mich fragt, was ist denn mein Ziel oder unser Ziel, dann wollen wir hier in der Region und gern noch ein bisschen darüber hinaus die Nummer 1 bleiben und den Vorsprung ausbauen. Thank you.